Wahrscheinlich wurdest du auch schon mal ohne Blinker scharf von einem BMW auf der Autobahn überholt. Wenn man Leute nach den bekanntesten und wahrscheinlich besten deutschen Automarken fragen würde, dürfte BMW recht weit oben sein. Aber die Geschichte der mächtigen Familie hinter BMW hat noch mehr zu bieten, als man denkt. Es geht um Jahrzehnte von Geld, Macht, Verwebungen in die Politik, Entführungsversuche und Sextapes. Eine Geschichte wie aus einer Netflix-Serie mit der großen Frage, wie konnte es diese Familie trotz all dieser Verstrickungen auf den Spitzenplatz der reichsten und mächtigsten Deutschen schaffen? Aber nochmal ganz von vorne. Alles beginnt mit unserem Protagonisten Günther Quandt. Günther wird 1881 in Brandenburg geboren. Sein Vater ist Textilunternehmer. Arm sind die Quandts also schon mal nicht so ganz, aber auch nicht reich im heutigen Sinne. Wahrscheinlich eher sowas wie heute eine gehobene Mittelschicht. Günther ist jemand, der von Anfang an mehr will. Er hat eine Vision und ist super ehrgeizig. Die kleine Tuchfabrik mitten in der Pampa reicht ihm nicht und vor allen Dingen hat er keinen Bock auf seinen engstirnigen und vorsichtigen Vater. Günther will performen und übernimmt mit seinen Brüdern das Family Business. Hier macht er von Anfang an klar, wer von den drei Brüdern das Sagen hat. Selbstbewusst expandiert Günther das Geschäft über die Region hinaus, aber das reicht ihm noch nicht. Glücklicherweise kann man sagen, spielt das Schicksal ihm in die Karten. Es tut sich eine Krise auf. Eine Krise, die vermutlich so nur einmal pro Menschenleben aufkommt. Eine Krise, die aber auch die Möglichkeit bietet, extrem viel Geld zu verdienen. Günther hat also nun die Chance seines Lebens. Der Erste Weltkrieg. Von nun an werden Uniformen und andere Textilgüter für das Heer produziert. Eine Goldmine. Günther wird in kurzer Zeit extrem reich. Aber der Krieg geht nach 4 Jahren verloren und damit ist auch der größte Auftraggeber weg. Nicht nur das, die Wirtschaft des gesamten Landes liegt am Boden. Günther steht jetzt vor einer wichtigen Entscheidung. Er hat in den letzten Jahren extrem viel Geld verdient. Investiert er weiter in die Textilbranche oder nimmt er ein paar Chips vom Tisch und diversifiziert sein Vermögen? Währenddessen beginnt in den 20ern die Zeit der Hyperinflation in Deutschland. Günthers Geld wird also täglich weniger wert. Er muss schnell handeln. Als erfolgreicher Entrepreneur, der das traditionelle Familienunternehmen modernisiert und zum Erfolg gebracht hat, entscheidet er sich, sein Geld in andere revolutionäre Industrien zu investieren. Quasi die Tech-Aktien der 1920er. Namentlich war das in Günther Quandts Fall die Beteiligung an der AFA 1922. Das steht für Akkumulatorenfabrik und ist die damals größte Batterienfabrik in Deutschland. Heute heißt das Ding Varta und war sogar mal zwischenzeitlich im MDAX. Aber auch an anderen Firmen beteiligt sich Günther, zum Beispiel an der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik mit ihrer Tochterfirma Mause. Er checkt sehr schnell, dass Firmenwerte die Krise eher überstehen als sein Bargeld und dribbelt die Hyperinflation so geschickt aus, indem er sich an vielen Firmen beteiligt. Ende der 20er geht er so als einer der reichsten und mächtigsten Industriellen aus der Krise hervor. Er hat seine Karten gut gespielt. Privat läuft es anfangs auch. Er ist seit 1906 mit Antonie verheiratet. Ihr erster Sohn Helmut wird 1908 geboren. Der zweite Sohn Herbert folgt schon 2 Jahre später. Aber erste Rückschläge kommen schon früh. 1918 stirbt seine Frau an der spanischen Grippe. Quasi das Corona von vor 100 Jahren. Daraufhin macht Günther das, was viele erfolgreiche Unternehmer machen. Er heiratet die 20 Jahre jüngere Schönheit Magda. Der nächste Sohn folgt auch schon bald. Und da Günther anscheinend ein Faible für Vornamen mit H hat, wird neben Helmut und Herbert der nächste Sohn Harald genannt. Aber als Serial Entrepreneur ist er eigentlich nur in seiner Arbeit verliebt. Es knistert im Paradies. Als plötzlich sein erster Sohn Helmut 1927 stirbt, geht auch die zweite Ehe in die Brüche und Magda holt sich das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Harald. Günther hat also nicht mal 10 Jahren einen Sohn und 2 Ehefrauen verloren. Aber das war's noch nicht mit dem privaten Dilemma. Seine Ex Magda hat wenig später schon 9 Macker und dieser ist nicht ganz unbekannt. Magda datet jetzt den Gauleiter von Berlin, Josef Goebbels. Die beiden heiraten 1931 sogar auf dem Anwesen der Quandts. Trauzeuge ist bei der Hochzeit niemand Geringeres als Adolf Hitler. Sohn Harald, der ja bei der Mutter lebt, kommt mit dem neuen Stiefvater eigentlich ganz gut zurecht und als großer blonder Junge ist er auch eine Art Vorzeigekind für Goebbels. Er hält aber über die Jahre immer noch gute Beziehungen zu seinem Vater Günther, wird aber im Hause Goebbels groß, mit allen Vorzügen, die es zu der damaligen Zeit mit sich bringt, Sohn des Propagandaministers und im Inner Circle des NS-Regimes zu sein. Aber back to business. Politisch weht jetzt neuer Wind in Deutschland und Günther muss seine Karten neu legen. Durch seine Unternehmen und seine Ex-Frau mit Sohn hat er aber eine gute Ausgangssituation, um sich bei den neuen Machthabern gut zu stellen. Und immerhin hat er ja auch eine Hochzeitslocation springen lassen. Die AFA ging schon kurz nach der Übernahme gut ab und entwickelt sich in Deutschland zum Marktführer für Batterien und auch international zu einem Global Player. Durch den Rüstungsboom ab 1933 gerät auch seine deutsche Waffen- und Munitionsfabrik, wie man am Namen sich schon ja irgendwie herleiten kann, und seine ganzen anderen Firmen und Beteiligungen in dieser Branche. Da es unter Adolf H. nun für seine Firmen sehr, sehr gut läuft, wird Günther Mitglied in der Partei und spendet sogar Geld zusammen mit anderen Großindustriellen. Seine Strategie aus den 20ern, in Krisenfirmen günstig unter Marktwert kaufen, setzt er nun fort. Nur sind es diesmal halt Firmen von Juden, die gezwungen sind, diese unter Marktwert zu verkaufen. Goebbels bezeichnet ihn während dieser Zeit als, ich zitiere, brutaler Kapitalist. Aber Günther skaliert weiter, denn das Schicksal spielt ihm in die Karten und bietet ihm eine Chance, noch mehr Geld zu verdienen. Eine Chance, die vielleicht nur 1 oder 2 Mal in einem Leben auftritt. Der Zweite Weltkrieg.
Die AFA ist als Hightech-Startup natürlich kriegswichtig. Die Aufträge gehen hier durch die Decke. Jeder braucht Batterien, von U-Booten bis hin zu Flugzeugen. Auch die deutsche Waffen- und Munitionsfabrik boomt. Es gibt aber ein kleines Problem in der gesamten Firmengruppe. Viele der Mitarbeiter sind jetzt an der Front. Günther ist aber, wie wir inzwischen wissen, ein Fuchs. Probleme sind für ihn nur dornige Chancen. Also nutzt er seine Connections für eine Lösung, die aus unternehmerischer Sicht wahrscheinlich noch kostengünstiger und effizienter ist. Seine Firmen beschäftigen von nun an Zwangsarbeiter. Über 50.000 sollen es bis zum Kriegsende gewesen sein. Aber das reicht noch nicht. Die AFA bekommt ab 1943 sogar ein eigenes Konzentrationslager direkt neben dem Fabrikgelände, das von der Waffen-SS betrieben wird. Doch es zeichnet sich ab, dass auch dieser Krieg von Deutschland verloren wird. Nur ist dieser Krieg nicht wie jeder andere. Günther Quandt hat sich in den Jahren der NS-Herrschaft und während dem Krieg mächtige Freunde gemacht. Er ist einer der reichsten und somit auch einflussreichsten Unternehmer im ganzen Land. Je nachdem, wer nun an die Macht kommt, könnte man ihm seinen Handel im NS-Regime böse auslegen, was zu gravierenden Folgen führen könnte. Denn seine Firmen waren ja schließlich kriegswichtig, haben direkt Waffen hergestellt, Zwangsarbeiter beschäftigt und seine Ex ist die Frau von Goebbels. Von nun an geht es also darum, alles so zu dribbeln, dass man wirtschaftlich Geld und Einfluss behält, aber gesellschaftlich natürlich von nichts wusste und im besten Falle sogar Opfer des Regimes war. Diese Mission wird schwieriger als all seine vorherigen Unternehmungen. Sein gesamtes Leben hängt davon ab. Und zwar buchstäblich. Als sich das Ende des Krieges anbahnt, flieht Günther erstmal nach Süddeutschland und taucht unter. Die Leitung der AFA-Fabrik übernimmt Sohn Herbert. Glücklicherweise ist die Fabrik aber kaum beschädigt. Das heißt, man kann den neuen Machthabern erstmal ein Willkommensgeschenk machen. Man produziert von nun an die hochwertigen Batterien für die Briten. Aber trotz diesen anfänglichen Annehmlichkeiten bleibt Günther erstmal unterm Radar. Die Lage ist noch zu heiß. Er spürt, dass da irgendwie noch was in der Luft ist. Gerade wenn man sieht, was parallel mit seinen Golf-Buddies, aka den Krupps oder Flicks, passiert. Die Amerikaner machen nämlich in Nürnberg den Haupttäter in der Zeit den Prozess. Und eigentlich weiß ja jeder, dass die Quants auch zu den Profiteuren des Krieges gehören. Doch genau hier kommt wahrscheinlich Günthers größtes Talent zum Vorschein. Er ist nämlich ein Genie darin, sich als Opportunist darzustellen und mit wirklich allem davonzukommen. Kurz nach der Machtergreifung 1933 war Günther nämlich tatsächlich mehrere Wochen von den Nazis inhaftiert worden, die damals Bonzen wie ihn verhaften ließen, um ihre Macht zu demonstrieren. Angeblich hatte aber der neue Mann seiner Ex-Frau, in Klammern Josef Goebbels, Nachsehen mit ihm und forderte bei seinem Boss dann Quants Freilassung. Erstmal natürlich totale Willkür. Für Quandt aber ein gefundenes Fressen, um sich selber jetzt als Gegner und dann sogar als Opfer der damaligen Regierung zu inszenieren. Hinzu kommen seine neuen Freunde von der Insel. Die meisten Beweise und Dokumente für seine Taten in den letzten Jahren sind in der britischen Besatzungszone. Die Engländer erkennen aber das Potenzial der Batterienfabrik auch für die Nachkriegszeit und pflegen ganz gute Beziehungen zu den Eigentümern, den Quandts. Daher werden wichtige Dokumente erstmal unter Verschluss behalten und nicht nach Nürnberg zu den Anklägern geschickt. Der Tag der Entscheidung kommt. Gut, die Opferrolle hat man ihm jetzt nicht abgekauft. Aber die kurze Haft reicht aus, um lediglich als Mitläufer eingestuft zu werden. Also, das war's. Ein Sieg. Er hat es also geschafft, er ist jetzt offiziell nur Mitläufer. Benjamin Ferenc, einer der Hauptankläger in den Nürnberger Prozessen, ist sich sicher, dass wenn man diese Dokumente zum Zeitpunkt des Prozesses gehabt hätte, Günther und Herbert Quandt als Hauptkriegsverbrecher angeklagt worden wären. Aber gut, das ist nie passiert. Für Günther geht es wieder darum, das Business zu skalieren. Wer mit so viel Geld wie Günther Quandt gerade so davonkommt, legt es sicherheitshalber irgendwo an oder vermacht es seinen beiden Söhnen. Quandt stirbt nämlich nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg 1954. Nach dem Tod werden die Firmen unter den Brüdern aufgeteilt. Der ältere Herbert bekommt zum Beispiel die AFA und mehr so die Tech-Firmen und sein jüngerer Bruder Harald mehr so den Metall- und Maschinenbereich. Im Gesamtportfolio der Erben sind über 200 Aktienbeteiligungen, unter anderem auch an Firmen wie BMW und Daimler-Benz. Über den einen Sohn Harald, das war der mit Goebbels, gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Er ist im Krieg natürlich auch am Start, in seinem Fall als Fallschirmjäger, später wird er dann Ingenieur. Unternehmerisch ist er nicht so ehrgeizig wie sein Vater. Er mag eher die schönen Seiten des Lebens, in Klammern Geld ausgeben, und lebt das Leben eines reichen Erbens. Eigentlich ist nur sein Hobby irgendwie cool an ihm. Er interessiert sich nämlich sehr fürs Fliegen und ist Hobbypilot. Leider ist das auch sein Todesurteil. 1967 stirbt er bei einem Flugzeugabsturz in Italien. Sein älterer Bruder Herbert, der auch während dem Krieg die AFA geleitet hat, ist der bessere Nachfolger für Günther und tritt in dessen Fußstapfen. Er ist es, der die Quandts zu einer der reichsten Familien der Welt machen wird und deutsche Institutionen hervorbringt, die in aller Welt bekannt sind. Denn wie ihr euch denken könnt, ist es nicht die AFA, für die die Quandts heute bekannt sind, sondern eine andere Firma, die damals noch kein Global Player ist und an der die Familie Anfang der 50er nur eine kleine Beteiligung hält. BMW. Aber wie kommen die Quandts zu BMW? Schließlich hat ja keiner von denen bisher viel mit Autos zu tun. Nun, dafür müssen wir uns die Geschichte des bayerischen Autobauers genauer anschauen. BMW ist zu Beginn in einem Nischenmarkt tätig, der aber enormes Wachstum verspricht. Flugzeugmotoren. Das klappt auch ganz gut. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Dann darf man leider laut Versailler Vertrag diese für 5 Jahre nicht mehr bauen.
Ja, schlecht, wenn es bis dahin das einzige Produkt ist. Das ist aber nicht der einzige Rückschlag. Der damalige Hauptaktionär verlässt auch das Unternehmen und nimmt die Namensrechte für BMW mit und wechselt von den Bayerischen Motorenwerken zu den Bayerischen Flugzeugwerken, also von BMW zu BFW. Diese, also die BFW, werden jetzt durch die Namensrechte zu BMW und die andere Firma, die bisher BMW hieß, über mehrere Schritte zum heutigen Knorr-Bremse. Wild. Das neue BMW beginnt jetzt mit der Produktion von Motorrädern, da dieser Markt ganz gut abgeht im Vergleich zu den Flugzeugmotoren. Und das war auch der richtige Schritt. Motorräder boomen und ab Ende der 1920er darf man auch wieder die begehrten Flugzeugmotoren bauen. Diese sind natürlich in den Folgejahren ab 1933 durch die Aufrüstung auch sehr gefragt. Aber als cleverer Unternehmer muss man ja auch diversifizieren. Vier Räder sind der neue Trend, weshalb schon erste Automobilmodelle getestet werden. Ja, aber eher schlecht als recht. Der Hauptkunde in der Zeit ist das Militär, weshalb Flugzeugmotoren und Motorräder das Hauptgeschäft bleiben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geht es BMW miserabel. Wie bei anderen fehlt jetzt durch das Militär der Hauptkunde. Die Werke werden erstmal von den Alliierten stillgelegt und danach beschlagnahmt. Ein Werk im Osten geht sogar für immer verloren. Aber hier werden bald Fahrzeuge unter dem Namen Wartburg vom Band laufen. Immerhin bleibt BMW noch ein Werk in Milbertshofen. Und ab hier werden 1948 Allnighter geschoben, um die vorher so beliebten Motorräder zu bauen. Diese sind auch nach dem Krieg der heiße Scheiß und aufgrund der Vergangenheit kennt man sich ja damit aus. Die Motorräder laufen gut, aber der Trend mit diesen sogenannten Autos setzt sich durch, weshalb man noch nicht mehr drum herum kommt. Ab 1952 werden neben den Motorrädern dann einfach noch zwei Räder mehr dran geschraubt und die Autoproduktion wieder erneut aufgenommen. Und das läuft wie beim ersten Mal überhaupt nicht gut. Durch die schlecht laufenden Autos schreibt BMW miesrote Zahlen. Die Autos sorgen sogar für so hohe Verluste, dass BMW richtig ins Schleudern gerät. Aber vielleicht aber auch, weil BMW so ein Quatsch hier baut, eine Isetta, quasi ein Mini, bei dem man in der Mitte einsteigt. Okay, das Teil ist heute aber sehr begehrt bei Sammlern. Also, wir fassen zusammen. Motorräder laufen okay. Diese neu entwickelten Autos waren sehr, sehr teuer, aber niemand kauft sie. Die meisten Produktionsstätten wurden im Krieg verloren und das Militär als Hauptkunde gibt es so in der Form auch nicht mehr. Kurz gesagt, man steht am Boden. Die großen Bosse, also Management und Großaktionäre, wollen, dass Daimler-Benz BMW übernimmt. Aber die kleinen Aktionäre und BMW-Händler sagen: No, God! Auf einer Hauptversammlung im Dezember 59. Und jetzt kommt der nächste große Gönner ins Spiel. Und zwar aus der Politik. Das ist Franz Josef Strauß, ein echter Bayer aus München. Und als er hört, dass sein geliebtes BMW kurz vorm Abkacken ist, muss er was tun. Praktischerweise ist er gerade Bundesverteidigungsminister, also helfen jetzt das Land Bayern und der gesamte Bund kräftig aus. Ja, wie das bei Politikern so ist, reicht das Geld aber meistens nicht aus. Also, was nun? Hier kommt unser Mann Herbert Quandt ins Spiel. Als einer der reichsten Deutschen sieht er den Turnaround-Case und denkt sich wahrscheinlich, warum nicht selber BMW retten? Mit einer Menge Kohle und einer Prise Kreditgarantien zeigt Herbert den Banken, dass BMW es wert ist. Banken haben nun wieder Vertrauen in BMW. Und die Quandt sind dank Herbert gut daran beteiligt. Und dank kluger Geschäftsentscheidungen kann BMW schon bald wieder richtig durchstarten. Apropos durchstarten, macht Herbert auch privat, denn alle CEOs haben bekanntlich einen Hang zu Extremsportarten. Er stellt 1959 in der 3-Liter-Klasse einen Motorboot-Weltrekord auf und hält diesen sogar für ganze 8 Jahre. Mit seinem Bootsbauer gewinnt er sogar einige erste und zweite Plätze in Rennen auf europäischen Gewässern. Ja, irgendwie haben es Autobauerchefs mit Wassersportarten. Aber Herbert kann nicht nur gut mit Booten. Er kann auch gut mit Frauen. Deswegen churnt er durch zwei Ehen, bevor er dann mit seiner dritten Ehefrau Johanna zwei süße Kinder zeugt. Susanne 1962 und Stefan 1966. Sein Sohn Stefan ist ein klassischer High-Performer und deswegen auch ein bisschen langweilig. Er macht sein Diplom als Wirtschaftsingenieur in Karlsruhe, Praktikum bei einer Unternehmensberatung namens BCG, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und arbeitet dann bei der familieneigenen Firma in den USA. Eigentlich genau so, wie es sich für einen Milliardärssohn eben gehört. Heute ist der Bruder Rang 4 der reichsten Deutschen laut Forbes, mit ca. 24 Milliarden US-Dollar. Ja, nicht schlecht, viel spannender ist aber seine Schwester Susanne. Entführungsversuche, Affären, Sextapes, alles eigentlich, was eine gute Story braucht. Aber dazu gleich mehr. Bei BMW geht es in der Zwischenzeit mit dem neuen Geld und der neuen Führung wieder nach oben. Nachdem klar war, dass das Unternehmen unabhängig bleibt, fehlt nur noch eine genaue Strategie, damit das diesmal mit diesen Autos auch irgendwie klappt. Das Ergebnis? Ein cooles Mittelklasse-Modell für die breite Masse. Etwas, was sich der gemeine Premium-Pöbel leisten kann. Im Jahr 1961 stellt das Unternehmen den völlig neu entwickelten BMW 1500 der neuen Klasse vor. Anfangs gibt es zwar ein paar Herausforderungen, aber dann ergänzen die Modelle BMW 1600, 1800 und 2000 das Angebot und schlagen direkt ein. Dieser Erfolg wird durch Siege bei Tourenwagenrennen verstärkt. Die neue Klasse ist basically der Superstar der Autowelt. Herbert hat also performt. Seine Rechnung geht auf. 1970 tritt ein absoluter Gigajet-Manager auf den Plan und dieser hat den harten Namen Eberhard von Kuhnheim.
Während seiner Zeit als CEO schießt der Umsatz durch die Decke, von ungefähr 28 Milliarden D-Mark auf das 18-fache. Die Autofabrik läuft wie verrückt und produziert das Vierfache an Autos. Und Motorräder, die Produktion verdreifacht sich. Die Mitarbeiterzahl von 23.000 auf 71.000. Und wo passiert das alles? Eigentlich überall. Neue Fabriken sprießen in Süddeutschland, Österreich, Südafrika und in den USA aus dem Boden. 1993 endet Eberhards epischer Run als Vorstandsvorsitzender. Er hat Herbert und die ganze Quandt-Familie extrem reich und noch mächtiger gemacht. Herberts Investitionen in BMW waren voller Erfolg. Zu dem Zeitpunkt hat seine Tochter Susanne Quandt schon einen Entführungsversuch hinter sich und mindestens noch eine Affäre vor sich. Wir schreiben das Jahr 1978. Eine Gruppe von 14 Leuten, die gerade auf Freigang aus dem örtlichen Gefängnis sind, planen, die beiden Quandts in ihrem eigenen Zuhause zu entführen. Sie wollen 8 Millionen Pfund Lösegeld erpressen. In letzter Minute, kurz bevor sie zuschlagen können, kommt die Polizei dazwischen und durchkreuzt ihre Pläne. Angeblich ein Tipp aus der Unterwelt. Im Sommer 2007 kommt es aber nochmal um einiges krasser. Susanne hat mittlerweile einen Mann, Jan Klatten, und deswegen auch endlich Susanne Klatten, so wie wir sie heute kennen. Um schön zu entspannen, checkt sie in ein Wellnesshotel namens Lanzerhof in Tirol ein. Die Hotelbesitzer versprechen Frohmedizin und wollen, dass die Gäste ihren eigenen Rhythmus finden und Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht bringen. Dabei trifft sie einen Gigolo par excellence, der ihr endlich ein bisschen Gleichgewicht bietet. Helg Skabi. Die beiden plaudern. Sie mag ihn und gibt ihm ihre Visitenkarte. Sie treffen sich dann immer wieder und eins führt zum anderen, er wird ihr Lover. Unter anderem vereinbaren sie ein Date in einem Münchner Hotel und Klatten ahnt nicht, dass er sie auf Video aufnimmt. Die Aufnahmen landen nicht direkt auf OnlyFans. Stattdessen behauptet Helg erstmal, dass er das Kind eines Mafiosos angefahren hat und nun bedroht wird. Sie gibt ihm 7,5 Millionen Euro, um die Mafiosis stillzustellen. Aber ich meine, gut, ne? Was sind schon 7,5 Millionen? Deswegen schickt Skabi noch einen Drohbrief und fordert noch mehr Millionen. Das war dann ein Schritt zu viel. Und wie man sich denken kann, helfen die besten Sextapes nicht, wenn du dich mit einer Milliardärin anlegst. Helg Skabi landet im Knast. Aber Susannes Image ist verständlicherweise leicht angekratzt. Was man von BMW nicht behaupten kann. Da geht's weiter nach oben. Und somit auch nach oben für das Quandt-Imperium. Im Jahr 2003 kauft man die Namensrechte für Rolls-Royce. 2008 launcht man das Projekt i, aus dem Modelle wie der i3 und der i8 hervorgehen. Man fokussiert sich immer mehr auf das Premium-Segment. Und mit Marken wie BMW, Mini, Rolls-Royce deckt die BMW-Gruppe ein breites Spektrum im Markt ab. Sogar in China erfreut sich BMW unter dem chinesischen Namen Baoma großer Beliebtheit. Kein Wunder, heißt doch übersetzt sowas wie edles, kostbares Pferd. Aber was machen Herbert und Susanne nun den ganzen Tag? Herbert ist zwar stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der BMW AG, aber wie wir wissen, ist das ein Job, der noch Potenzial für Side-Hustles bietet. Über seine Delton AG hat er einige Beteiligungen, unter anderem an einem Logistikunternehmen und einem Hersteller für Homöopathika. Und Susanne ist auch nicht langweilig. In ihrer kreativ benannten Gesellschaft für Beteiligung, der Susanne Klatten GmbH und Co. KG, beteiligt sie sich zum Beispiel an Chemiekonzernen, Windturbinenherstellern, Kohlefaserunternehmen, macht ein paar Angel-Deals, halt das, was reiche Leute so machen. So, Freunde, schaut auch mal gerne bei unserem Kollegen Chris Müller vorbei. Der hat irgendwie rausgefunden, dass sogar der Geburtsmonat wichtig für euren Erfolg ist. Wenn nicht, findet ihr hier noch ein anderes Video von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.